So, wir machen heute Frühjahrsputz. Wobei, der macht gar nichts. Der macht seinen Schönheitsschlaf, so wie jeden Morgen und jeden Vormittag. Wir machen heute Frühjahrsputz, Gizmo, okay? Also, der Plan ist, du schläfst und ich mache alles andere, okay? Hört sich das gut an? Ich will einfach nur pennen. Daniel hat hier schon mal die Box von Gizmo auseinandergebaut. Der hat schon gestern ganz traurig und bedröppelt geguckt, ja, was da mit seiner Box los ist. Aber die ist schon auseinandergefallen halb. Und dann, ja, muss das dann noch weg und dann hätten wir hier wieder halbwegs Ordnung drin. Und vorher standen hier dieses Gitter, hatten wir ja schon abgebaut. Das stand dann auch da hinten, also da. Und das bringen wir morgen meiner Cousine zurück. Dann ist das auch weg. Juhu. Aber dann kann ich ja schon mal erzählen, was ich hier vorhabe. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Oh ja. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Hier sind überall Flecken und Streifen, seit wir ihn haben hier. Und er hier auch frei rumlaufen darf. Er reibt sich ganz gerne mal da ab an der Wand, wenn er reinkommt. Also er geht dann halt immer dicht an der Wand entlang und deshalb ist die ziemlich dreckig. Und dafür habe ich schon von Daniel so wie heißen die Dinger? Radierschwamm? Genau, Radierschwämme kaufen lassen, dass wir das dann heute wegmachen. Das können wir gleich machen. Da wird jetzt hier wieder jemand unverschämt. Genau, Fenster putzen, Wände abwischen, wilden Husky loswerden. Schlaf weiter, Mann. So sieht so ein Radierschwamm aus, einfach aus dem Baumarkt. Und ich schneide mir den gerne in Stückchen. So. Und dann noch einmal hier durch, denke ich. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt habe ich hier diese vier Stücke. Und wenn man die jetzt anfeuchtet, dann sollte das ziemlich gut den Dreck von der Wand runterkriegen. Ich habe aber auch noch mehr, also das ist nicht alles. Falls es nicht reicht, ich weiß noch nicht genau. Schauen wir mal. Oh, das geht wunderbar ab. Da ist ein Fleck. Ja, Gizmo. Nee, das ist nicht für dich. So, kannst du jetzt bitte aus dem Licht gehen? Komm hier. Komm. Danke. Und dann reibt man es halt hier so drüber. Ach, Gizmo. Bis es weggeht. Am besten ohne Hund. Und wie man vielleicht oder vielleicht nicht sieht, ist es jetzt weg. Also es muss jetzt natürlich noch trocknen, aber der Fleck ist weg. So, einen Teil der Flecken habe ich jetzt schon weggemacht. Hier mein kleiner Nichthelfer. Wird gerade ein bisschen blöd. Aber ich weiß nicht, ob man es sieht. Wahrscheinlich sieht man es nicht. Aber ist auf jeden Fall besser, finde ich. Da ist jemand richtig arschig drauf heute. Jetzt mal ausruhen lassen. Und ich lasse ihn jetzt erstmal ausruhen und dann mache ich noch weiter. Ich habe jetzt noch eine Stelle im Wohnzimmer. Ja, genau, dieser Fleck und der Fleck und drumherum so ein Kratzer. Und da möchte ich jetzt auch probieren, ob ich die wegkriege. Und jemandem passt nicht, dass Daniel gerade weggefahren ist. Der hat jetzt die Alubox zum Sperrmüll gebracht. Zum Werkstoffhof. So. Geht sofort weg. Also die Flecken sind weg. Aber ich weiß nicht, ob man es so gut sieht auf der Kamera. Ich finde, da sind jetzt, zumindest da ist ein deutlicher grauer Fleck. Mal gucken, ob das trocknet.
Aber das finde ich jetzt... Auf jeden Fall denke ich mir, oder ich frage mich, ob ich mit einem Lappen das nicht genauso gut hingekriegt hätte wie mit diesem Schwamm. Da macht gerade jemand Terror. Weil das ja nicht wirklich nachhaltig ist. Also es benutzt du einmal und dann kommt es weg. Er will auf jeden Fall dabei sein. Gizmo, komm, wir gehen Gassi. Hat sich wohl zu sehr beruhigt. Gizmo! Gassi! Na komm! So, guck mal, da liegt noch eins, okay? Super! Jetzt komm, die Schere an. Gizmo! Guck mal hier. Ja, super. Gut gemacht. Und Leine an. Super, sitz. Gut. Okay. Jetzt von unserem Spaziergang zurück. Na, Gizmo? Ja, und jemand hat sich da auf seiner Decke gemütlich gemacht. Ich glaube, er ist jetzt auch platt. Bist du platt? Ja? Ja, jetzt wird erstmal wieder weiter geschlafen. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt erstmal eine Runde lüfte. Und ich denke, dann starten wir einfach mit dem ersten Fenster zum Putzen. Wäsche. Damit. Ich habe gerade noch den Papiermüll rausgebracht, hier die zwei Decken in die Waschmaschine gesteckt und jetzt mache ich erstmal Pizza und danach fangen wir mit dem Küchenfenster an, habe ich mir überlegt. Weil da in dem Fliegennetz schon ein Loch drin ist. Und da kommt das Wasser. Und ja, das ist schon kaputt, deswegen will ich das als erstes ersetzen. That
jetzt fertig mit dem Fenster. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so lange dauern würde. Was jetzt noch fehlt, ist das Fliegengitter neu dran zu machen. Wir haben jetzt schon 3:30. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Pizza. Und danach muss das Fliegengitter dann dran. Das hat echt lange gedauert, weil da so viel Dreck war. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat auf der, aber im Video. I've invited you in. Tage vergangen. Am Samstag haben wir angefangen und jetzt ist Montag und ich habe schon gerade ein bisschen meinen Tisch sauber gemacht, ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier ein Fliegengitter, einfach so ein ganz einfaches aus dem DM, was man sich zuschneiden kann und dann mit diesen Klebestreifen festmacht. Und das mache ich jetzt. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Zwei Fenster sind geputzt und ich wollte noch erzählen, ich habe schon einen Clip gefilmt, wir versuchen jetzt hier das Arbeitszimmer ein bisschen umzugestalten. Ich kann es dir mal kurz zeigen, da in der Ecke haben wir noch ein paar Sachen, ein paar Kartons, die in den Keller gehen, die Pinnwand versuche ich zu verkaufen und da steht noch eine Kiste mit Hochzeitssachen, die jetzt wahrscheinlich eine Freundin abkaufen wird. Genau, und dann kommt hier der ganze Kram weg. Und dann ist die Idee, dass wir diesen Pax-Schrank drehen darüber, dass er so zur Schräge steht, genau, Richtung Tür, also darüber, dass man ihn so aufmacht. Und dann haben wir da hinten eine Nische. Und in diese Nische soll der Staubsauger verschwinden. Und auch die Sachen, die hier hinter der Tür sind, Geschenkpapier und der Pizzastein gehört nicht uns, den geben wir einer Freundin zurück, der ist nur ausgeliehen. Bilderrahmen kann man vielleicht noch aufhängen und befüllen. Genau, aber das ist die Idee, dass dann ein paar Sachen verschwinden aus dem Blickfeld. Da soll dann eine Höhle für Gizmo hinkommen. Und dann darüber soll dann der Staubsauger platziert werden und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ja, unter anderem das, was ich halt gezeigt habe gerade. Aber das ist so der Plan. Deswegen haben wir jetzt hier schon mal den Tisch umgestellt und jetzt probieren wir das so aus, wie mir das gefällt. Weil ich ja gerade meine Masterarbeit schreibe und ich arbeite ja von zu Hause aus. Deswegen möchte ich das Arbeitszimmer ein bisschen umgestalten, dass ich es hier schöner finde. Und so kann ich halt perfekt rausgucken jetzt. Was ich noch gerne ausprobieren möchte, das mache ich mir wahrscheinlich auch jetzt gleich, ist Vorhänge aufzuhängen. Wir machen ja hier Frühjahrsputz mit Hund. Mit Husky, meine ich. Gucken wir mal, was der Husky macht. Ja, Husky schläft fleißig. Der ist ganz, ganz müde. Ganz, ganz müde. Ja. Eine Sache kann ich noch erzählen. Und zwar habe ich mir bei Pinterest mal rausgesucht eine Liste für den Frühjahrsputz. Weil ich gedacht habe, ja nur Fenster putzen ist ja kein Frühjahrsputz. Ich habe hier von
West Wing so eine Checkliste gefunden. Kann ich bestimmt auch mal irgendwie verlinken noch unten in der Infobox. Und zwar wird dann der Frühjahrsputz aufgeteilt in Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro, Balkon, Garten, Putzutensilien allgemein und man kann auch irgendwelche Notizen aufschreiben. Ich finde das ziemlich cool, also wenn man da ein bisschen Inspo braucht, was man alles machen kann. Natürlich schafft man das nicht an einem Tag. Ich werde auch garantiert nicht alles machen, aber wenigstens so ein paar Ideen zu haben, finde ich das ganz gut. Also Türrahmen, Türklinken und Lichtschalter. Jumping from cliff so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down. So, wir empfehlen, das nicht nachzumachen. Und wir machen das auch nicht oft. Wir machen das jetzt noch ein letztes Mal und danach nie wieder. Okay? Deal. Deal. Gizmo. Gizmo. Jetzt machen wir es nie wieder. Jetzt haben wir es einmal auf Kamera und können uns das immer wieder angucken. Okay. Das ist von Einmal Wischen. Von dem Roboter. Keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. Tatsächlich wieder ein paar Tage vergangen und wir haben jetzt einen Teppich bekommen. Und zwar steht der schon hier bereit. Und dafür räume ich jetzt noch das Wohnzimmer auf, wische einmal durch, sauge einmal alles ab, was abzusaugen ist. Und dann saugen wir noch einmal den Teppich ab. I know it's nothing new, but it's so good to see you. This every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two.